27.09. war ja die erste Sittersloh in Deutschland, Hersbruck, man glaubt es nicht, in Nürnberger Land war die erste Sittersloh. Ihr Sittersloh-Fest, war das denn eigentlich? Sittersloh-Tag. Und es ist nicht die erste Sittersloh in Deutschland, es ist die erste Sittersloh außerhalb Italiens. Ja, ja, wie auch immer. Ja, genau, die feiern nämlich. So viel Zeit muss sein. Die feiern nämlich und der Herwig, auch ein Gründungsmitglied ja, des Kollegiums Nürnberg, Metropolregion Nürnberg, sonst dürfte unter Grumba da gar nicht mitmachen, hat zum Frühstück geladen. Wer Lust hat, der geht dann erst nach Unterkumbach und frühstückt da, muss es im Fall des Falles auch selbst zubereiten in der Küche, die er hat, aber er geht auch helfen zur Hand und wird dann mit dem Bus oder seinem eigenen Pkw, weil wie kommt man sonst nach Unterkumbach, rübergeschattelt nach Hersbruck. Das sind mal so die nächsten zwei Veranstaltungen, die ich im Kopf habe. Wir machen dann aber